Der Schneesturm draußen tobt, dass man manchmal förmlich glaubt, nächsten Stadtsdäumel ein. Das Sächsische. Weich plätschert es aus dem Mund. Es fließt dahin in diesem typisch gemütlichen Singsang. Lieblich schwarz der Kaffeeduft, schon die ganze Wohnungsluft. Bloß nicht den Mund zu weit aufmachen. Maulfaulheit wird hier gefeiert. Kam vor Freude ganz in Feier, das war was zum Kaffee haben. Und bei wem plätschert es am schönsten? Der Kindermundartwettbewerb vergibt zum 7. Mal den Preis des Kakaodäppchens, also des Kakaotöpfchens. 9 Kinder zwischen 11 und 13 Jahren messen sich. Gelernt haben sie es in der Schule. Ich habe mir halt die Mundartgruppe ausgesucht, weil ich mal interessant finde, wie die sächsische Sprache halt geschrieben wird und gesprochen wird. Also man merkt schon bei meisten Wörtern, dass es schon vom Hochdeutschen ist. Also, aber bei manchen, da fragt sich wirklich, was soll das für ein Wort sein? Welche Bedeutung hat das? Sie hier kannte sicher jedes Wort. Die berühmte sächsische Mundartdichterin Lene Vogt. Von ihr tragen die Kinder heute Stücke vor. Die Aufgabe der Lene-Vogt-Gesellschaft ist ja unter anderem auch Mundart zu pflegen. Und das machen wir, weil wir als Verein das wollen. Andererseits gehört es einfach zu unserer Kultur dazu, zu unserer Geschichte, zu unserer Gegenwart. Das sind wir Sachsen eben, die so sprechen. Und wer nun selbst üben möchte? Freilich! Hier Sächsisch für Anfänger. Na, einfach so ein bisschen so. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Mölche Giebchen. Es hat ja einen bestimmten Klang, die sächsische Sprache, die ist sehr melodisch und die Melodie muss man einfach rausfallen lassen oder rauslaufen lassen aus dem Mund. Am Ende gibt es für jeden der drei Besten ein Kakaodäppchen. Und das war's dann für dieses Jahr. Oder wie der Sachse sagen würde, Fertsch.